Hallo, mein Name ist Daniela Krenn, ich bin Redakteurin beim Falter und ich erzähle Ihnen heute von den prekären Arbeitsbedingungen bei Ö1. Ich will dort nicht mehr arbeiten. Der Satz ist jetzt nicht von mir, sondern von Jana Wiese. Sie ist 27 und mit dem dort meint sie Ö1. Sie hat nämlich keine Lust mehr auf die Arbeitsbedingungen und die fehlende Perspektive auf eine feste Anstellung. Jetzt sind das natürlich harte Aussagen, die nicht unbedingt zu dem passen, was wir sonst von Ö1 kennen, nämlich Qualitätsjournalismus und das Aushängeschild des ORF. Was Jana Wiese auf Twitter und auf ihrem Blog schreibt, ist kein Einzelschicksal. Einige andere Freie von Ö1 und auch Ö1-Redakteure haben mit mir anonym gesprochen und noch viel mehr erzählt, welche Probleme die freien Dienstnehmer bei Ö1 haben. Ein Problem ist beispielsweise, dass Freie bei Ö1 eine Art Scheinanstellung haben. Wer sehr viele Beiträge produziert, ist sozialversichert und arbeitet quasi Vollzeit. Nur dass ein Freier dafür eben sehr viel weniger verdient als ein festangestellter Redakteur. Dass der ORF überhaupt so viele direkt aneinandergereihte Verträge an Freie ausstellen darf, verdankt er einem speziellen ORF-Gesetz. Verträge wie solche von Jana Wiese sind deshalb nicht illegal. Trotz aller Kritik um die Arbeitsbedingungen bei Ö1 ist aber allen Freien und Redakteuren eins total wichtig. Sie wollen nämlich gute Arbeit machen und sie stehen hinter dem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Das Einzige, was sie fordern, ist arbeitsmarktkonform angestellt zu sein und eben eine echte Perspektive zu haben. Die ganze Geschichte dazu lesen Sie im aktuellen Falter.